Herzlich willkommen zu einem neuen Video, dem letzten Video in diesem Jahr. Wir hatten ja eine etwas längere Sommerpause. Ich meine, ja, seit August, ne, gab es kein Video mehr. Ja, eigentlich hätte es dieses Jahr auch kein Video mehr geben sollen, aber jetzt haben wir gerade Silvester und habe ich gedacht, ich schaue gerade die Bienen durch bei 20 Grad und da habe ich was entdeckt, was ich euch einfach kurz zeigen will, weil es ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt. Ne? Und zwar ist mir hier ein Lapsus, da kann ich mich, über sowas kann ich mich echt ärgern. Also ist mir hier ein Lapsus passiert. Und zwar, ne, die erfahrenen Imker werden es schon kennen, verhungertes Bienenvolk. Ist ein Jungvolk. Man erkennt es ja immer ganz klar daran, dass die Bienen so in den Zellen stecken. Und sowas, da kann ich echt in die Luft gehen, ne? Weil ganz klar mein Fehler. Ja, ist ein Jungvolk gewesen. Jungvölker oder schwächere Völker sind ja dafür immer ein bisschen anfälliger, weil sie ja noch lang brüten. Und ja, mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen, ne? Vermeidbar, ärgert mich. Ist der Jahresausklang 2022. Nein, im Ernst, nächstes Jahr wollen wir ein paar mehr Videos machen, ein bisschen andere Videos auch. Also seid gespannt, bleibt dran, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht habt. Und dann sehen wir uns bald wieder mit vielen neuen Sachen, neue Formate. Richtig cool, glaube ich, wird es. Also ich habe da richtig Lust drauf. Aber, ja, aber es startet halt erst im nächsten Jahr. Also ich wünsche euch aus übrigens hier hinten, seht es auch, ich denke, ihr seht es, leider auch ein Verlust. Oxalsäurebehandlung dieses Jahr, vielleicht noch ganz kurz, alle Bienenvölker noch gelebt, wirklich alle, ne? Das hatte ich noch nie. Aber jetzt muss ich sagen, habe ich dann doch die eine oder andere Verlust. Also sowas ärgert mich halt. Es ärgert mich wirklich richtig, weil vor knapp 3 Wochen, 2,5, 3 Wochen habe ich Oxalsäurebehandlung gemacht. Da habe ich mir genau das Bienenvolk noch angeguckt. Und da habe ich gedacht, ah ja, das passt ja. Das läuft, muss halt mal, wenn es wärmer wird, füttern. Und jetzt komme ich halt heute daher und kann man nichts mehr dazu sagen. Ich wünsche euch einen guten Start in neues Jahr, einen schönen Rutsch und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Also macht's gut, ciao.